Zehntklässler? Die Aufgabe war, jemandem zu schreiben, der ein Vorbild ist, den du bewunderst. Miss Miles, verrätst du uns, wem du geschrieben hast? Anton Vincent. Der Diktator. Sie haben die Beweise auf deren Computern gefunden, ja? Sie hatten aber gar keine Computer. Und woher wussten Sie dann, dass es Verräter sind? Sie haben es gesagt, Sir. Feuer! Ich bewundere seinen Stil. Liebe Tatjana, deine Briefe sind eine willkommene Atempause inmitten meiner Probleme. Es existiert ein Rebellenlager. Es wirkt so, als könnte ich niemandem trauen. Ach, kann ich total nachvollziehen. Damit Sie sich die Loser an meiner Schule vorstellen können, da gibt es eine Mädchenklicke, die sich selbst Slitchen nennt. Und Danny. Sein Dad ist so ein Superheldenkuss. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Buße! Manchmal denke ich, dass Sie der Einzige sind, der mich versteht. Der Sitz des Diktators Anton Vincent steht seit Tagen unter Belagerung. Sie sind es. Du bist kleiner, als ich es mir dachte. Und Sie sind älter. Ich werde hier warten. Fein! Aber du brauchst eine Tarnung. Das bin ich. Bitte nicht böse sein, ich wollte dir von ihm erzählen. Er ist kein gruseliger Kinderschänder. Er ist ein Diktator. Ja. Er ist ein politischer Flüchtling, er ist ein guter Diktator. Er ist böse. Anton, nein! Mein Gemeinschaftskundelehrer! Mich? Mordest du ihn etwa? Tut mir leid, ich hab den falschen Mann. Du hast Macht, aber du weißt nicht, wie damit umgehen. Du hast gut reden. Ein Rebell nimmt nie was hin. Ein Rebell klagt ab. Du zerstörst diese Macht, die du das Slitchen nennst, indem du hart durchgreifst. Wait, hält's in Du musst den Mut besitzen, zu tun, woran du glaubst. Selbst wenn es die Menschen verletzt, die du liebst. Rauskommen mit erhobenen Händen! Ich bin stolz auf dich. Wieso? Weil du ein Rebell geworden bist. Ah!